Ja, sauber, das ist die beste Legendary-Truhe, ohne Witz. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit mir, Fred. Und nicht nur, dass wir eine große Kiste haben, nein, es gibt auch ein Sonderangebot im Shop, nämlich die legendäre Kiste von Burg 7, wo zwei Legendaries drin sind, also eine Legendary in zweifacher Ausführung. Die wollen wir gleich öffnen. Das machen wir gleich noch. Wir wollen jetzt allerdings als erstes mal die große Kiste öffnen. Oh, vielleicht haben wir Luck. Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was haben wir drin? Ach ja. 210 mal den Affenpiraten und 24 mal den Windstoß. Also das hat sich ja schon mal absolut gar nicht gelohnt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier mehr Glück haben bei der legendären Kiste. Bitte. Bitte, 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 Mami. Lass da eine sehr gute Legendary drin sein. Bitte nicht die Hexe. Bitte der Phoenix. Bitte der Phoenix. Bitte nicht die Hexe. Bitte nicht die Hexe. Bitte nicht die Hexe. Bitte nicht die Hexe. Es wird wahrscheinlich die Hexe sein, wenn da eine Hexe drin ist. Oh, ja sauber, wir können ihn upgraden. Ja sauber, das ist die beste Legendary-Truhe, ohne Witz. Ey, gewünscht und ich habe ihn bekommen. Habe ich überhaupt ein Phoenix-Deck? Hatte ich noch eins rumfliegen? Moment, wo habe ich denn noch eins? Da habe ich eins. Wie viel kostet das? Oh, 4000 nur? Das kriegen wir ja sogar hin. Moment. Mal eben gucken. Wir brauchen ja nur ganz wenig Gold. Nur tauchen ein Stück. Ah, sehr schön. Wir können den Phoenix upgraden auf Level 2. Das ist göttlich. Sauber. Ja, ich würde mal sagen, wir probieren dieses Deck hier einfach mal aus. Aber ich habe zweimal den... Ja, wir nehmen nur einmal den Windstoß. Weiß ich gar nicht. Wofür brauche ich den Windstoß? Bräuchte ich den in diesem Deck? Ja, lieber, dann nehmen wir lieber einmal Heilung rein. So, wir spielen gegen Checkist. Ich muss allerdings dazu sagen, ich musste gerade noch mal eine Pause machen. Mein Akku war leer vom iPad, wo ich ja gerade drauf aufnehme. Und deswegen muss ich eine kleine Pause machen. Und es scheint so, als wäre das jetzt hier ein Kollege mit einem, ja, Rush-Deck? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir müssen mal gucken. Erstes Mal, dass ich den Phoenix jetzt gleich mal benutze auf Level 2. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich mal gespannt. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell mal Feuer benutzen. Ich habe auch noch den Engel dabei. Na, nochmal, ernsthaft? Nochmal. Okay, entweder kriege ich jetzt den Phoenix oder ich kriege was anderes. Na gut, dann nehmen wir es so. Ah, okay. Das ist ein Erscheinungsdeck. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird definitiv ein Erscheinungsdeck sein. Wahrscheinlich vielleicht auch noch mit Wiederbelebung dabei. Okay, da habe ich Glück gehabt. Hat er nur plus 8 rausbekommen. Wunderbar. Na, müsste er mich nicht kriegen. Dann nehme ich sogar den Engel noch mit. Nein, ich wollte den Engel reinmachen. Ja, super. Hat er mich schön veräppelt. Wunderbar. Aber jetzt haben wir den Phoenix Level 2. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Ah, Glück gehabt. Okay, jetzt müssen wir echt mal aufpassen. Okay, es ist Wiederbelebung und Erscheinung in einem. Das ist nicht gut. Aber das müssten wir eigentlich auch... Ah, Mist. Er hat mich kaputt gemacht. Das ist so ärgerlich. Mann, das ist so ärgerlich, dass er das Ei kaputt gemacht hat. Das ärgert mich jetzt extrem. So, Englein. Aber wir liegen ganz gut noch dabei. Wir liegen noch ganz gut in der Zeit, wollte ich sagen. Wir sind noch ganz gut generell dabei. Ah, jetzt wird es gleich übel, wenn er die Erscheinung setzt, natürlich. So, mal eben die Heilung rein. Ich muss jetzt so viele wie möglich holen. Na super. Jetzt muss gleich auf jeden Fall der Skelettkönig runter. Er darf die nicht setzen. Er darf die Erscheinung jetzt nicht setzen. Oh, das ist ein hartes Match. Das ist vor allem gegen diese Erscheinungsdecks. Okay, das war gut. Da hat er nur plus 4 rausbekommen. So, den hinterher. Ja, das muss doch reichen jetzt. Level 2 Phoenix, das läuft. 4400 noch. Komm. Wir müssen ihm den Spaß nehmen. Wir müssen ihm den Spaß am Spiel nehmen hier. Zack, die ist down. Sehr schön. So, brupp. Ah, Wiederbelebung. Geil. Komm, mach sie. Ja, sehr schön. Wir haben schon gewonnen. Ja, sauber, damit das Erscheinungs-Wiederbelebungsdeck nochmal schön besiegt, haben wir eine Silberkiste bekommen. Ja, der Blitz hat sich vielleicht teilweise schon gelohnt, ich weiß nicht genau, wir müssen mal gucken. Wir haben noch eine Gratiskiste. So, oh, Ballista. Ich habe eben gefordert, vor 4 Stunden, ich habe es immer noch nicht voll, super, läuft bei uns im Clan. Okay, welche kann ich denn mal nicht spenden? Die kann ich 1, 2, 3, 4, 5, ja, da spenden wir mal ein paar Stück von, nicht zu viele, ich habe nicht so viele. So, dann würde ich sagen, können wir ruhig noch ein Spielchen machen. Ich bin mal gespannt, ob dich der Phoenix im zweiten Spiel auch gut schlagen wird.
Da hatten wir echt Glück, ne? Da hatten wir echt Glück. Das war die beste Truhe, die ich hätte bekommen können. Weil mir genau dieser Phoenix noch fehlte. Weil er mir noch fehlte. Ich habe zweimal extra Kristall drin. Ich habe nicht das Mana-Ritual drin. Wären wir da ein bisschen teures Deck am Anfang. Der Phoenix wäre mir jetzt tatsächlich lieber gewesen. Vor allem, weil ich ja jetzt... weil ich jetzt auch noch was anderes habe. Kriegen wir den? Oh, Level 10. Ja, der ist down. Ja, soll ich das jetzt schon setzen? Ja. Er wird gleich hundertprozentig irgendwas davor kommen. Wahrscheinlich der Demon oder sowas. Wobei, ne, mach komm nicht. Ich muss umdisponieren. Wir müssen ein bisschen umdisponieren. So, nämlich so. Oh, okay. Es ist ein Rush-Deck. Das macht mir jetzt allerdings erstmal gar nichts. Nein, ich habe den falsch gesetzt. Nein, ich wollte ihn nicht auf die Bahn setzen. Ich wollte ihn auf die obere Bahn setzen oder auf die mittlere. Nein. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz so erfreulich, dass wir jetzt ein bisschen umdisponieren mussten hier. Okay, Affenpirat macht mir gar nichts. Dafür habe ich ja den Blitz dabei. Okay, jetzt zeigt sich's. Zack. Zack. Und koch einmal noch. Sehr schön. Wir haben sogar noch ein bisschen Backup. Haben wir noch. Okay, Heilung rein. Ja, sehr schön. Nochmal Phoenix. Wieder oben hin. Ja, jetzt läuft's bei uns. Jetzt haben wir das Spiel im Griff. Ah, das muss doch jetzt laufen. Na, das Match verlassen. Da haben wir ihn doch zerstört. Ich bin aber ziemlich tief mit den Pokalen. Ich hatte noch ein paar Decks getestet. Ey, manchmal verliere ich dann wieder 5 Spiele. Dann teste ich wieder neue Decks. Dann gewinne ich wieder 5 Spiele. Dann verliere ich wieder 5 Spiele. Dann verliere ich wieder 10 Spiele. Dann verliere ich wieder 100 Spiele. Dann gewinne ich wieder ein Spiel. Naja, ihr wisst es. Noch eine Silberkiste. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch ein Spiel. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das Deck. Das war nicht schlecht. Leute, das war nicht schlecht. Danny T von Tiger. Ein Schweizer. Schweizer Kollege. Ein Schweizer. Mal gucken. Schon mal ganz cool eigentlich bei dem Namen, dass er da jeweils so zwei Schwerter hat. Das muss ich sagen, das finde ich schon mal sehr cool. Wir fangen mit dem Golem an. Ah, ist sehr schön, Engel direkt dabei. Wäre natürlich geil, wenn er jetzt blitzen würde. Oder sowas. Damit kann ich auch leben. Jetzt müssen wir nämlich den Golem heilen, wollte ich gerade sagen. Das ist schon mal sehr gut, dass wir das jetzt... Ah, der ist fast down, der Demon. Demon ist natürlich mega, mega blöd für unseren Phoenix, falls dann das Ei da ist. Müssen wir mal gucken. Jetzt erhöhen wir den Druck mal ein bisschen, okay. Engel halt Abstand. Super. Das ist natürlich jetzt nicht so wie geplant. Da müssen wir mal eben gucken. Jetzt habe ich im Grunde genommen, habe ich den Blitz jetzt fast schon verschwendet. Jetzt muss ich ihn für eine Sache eigentlich benutzen. Aber müssen wir nicht. Ich nehme jetzt wirklich nur das. Na, lassen wir ihn sterben. Na gut. Zack, dann machen wir es so. Dich schicken wir jetzt nämlich hier hin. Damit ich nämlich gleich... der Affenpirat. Das ist eine meiner Hasskarten, ohne Witz. Aber wir haben gewonnen. Der Affenpirat ist echt eine meiner Hasskarten. Ich kriege das gar nicht mit, dass wir gewinnen so schnell. Einfach mal noch. Jetzt können wir ganz entspannt das letzte Spiel machen, denn wir haben ja alle gewonnen. High as shit. Also ist mir schon öfters aufgefallen bei so einem Spiel. Die halten von Namenssperren halten die nicht viel. Ich hatte schon Hitler sogar als Gegner. Kotschnitte oder Kotstulle, genau, das Kotstulle von South Park. Teilweise echt beleidigende Namen, die wir hatten. Also Shit, okay, Shit ist jetzt natürlich nicht so, ja, wo ich sage, das ist jetzt der übelst schlimme Name oder sowas. Das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Ei, jetzt brauchen wir 6 Stück, dann kriegen wir vielleicht nochmal, oder? Dann Freeze oder sowas? Ja, okay. Dann nehmen wir das so mit, muss ich jetzt machen. Er hatte noch den Magier dahinter, das hat er mir jetzt nur mal so angeboten. Okay, jetzt sind wir wieder gut dabei. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 8 Mana voll. Ah, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Komm. Ja. Er kommt an. Aber er wird, glaube ich, mich nicht kriegen. Oh, jetzt kommen wir mit was ganz Neuem hier an, wa? Jetzt kommen wir mit was ganz Neuem an. Ich habe noch den Schneesturm. Ja, genau. Bringt ihm jetzt gar nicht mal so viel. Dann bauen wir ihn da oben hin. Dann packen wir den Phoenix jetzt da oben hin. Die Frage ist, was machen wir? Hi! Heilung rein! Pass mal auf jetzt. Freeze rein. Oh, nee, das war nicht gut. Da oben wird jetzt nämlich gleich schön... Da wird jetzt gleich mein Golem auch noch kaputt gehen. Ich brauche nochmal den Blitz. Ja, sehr schön. Der ist down. Das könnte vielleicht auch psychologisch wichtig sein für uns. Au, und Drache. Drache ist immer schlecht, wenn man... Aber vor allem, der hat auch... Oh nein, der hat auch die...
Eieieiei. Das war nicht gut. Da kriegt er uns jetzt mit. Mit dem Drachen zieht er uns jetzt definitiv den Zahn. Boah, ich dachte schon, da kommt noch ein... Ja, oben kommt noch ein Drache raus. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Da oben zieht er gleich noch ein Drachen aus dem Hut. Also das wird, glaube ich, nichts mehr. Ja, genau. Ah, noch den auch noch. Den auch noch, ist klar. Ja, ist klar. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Dass wir den Drachen kriegen wir nicht mehr down. Den Drachen kriegen wir in 100 Jahren nicht mehr down. Eieiei. Das wird eine Niederlage. Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da tun? Ey, gegen den Drachen? Keine Chance. Oh, so knapp wird jetzt meine Bogequint auch noch so knapp zerstört. Ja, das war's leider noch. Ey, richtig, richtig übel. Hat er nochmal schön den Drachen geklont mit dem Metamorph. Keine Chance. Mami, ich hab verloren. Aber egal, da war trotzdem nochmal ein lustiges Spielchen am Ende. Ich würde sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Für mehr Castle Crush, für mehr Spezialtruhen, wenn wir nochmal einen öffnen sollen. Vielleicht mal so eine große Kiste, eine magische, eine mythische. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis morgen, tschüss.